Das Geldproblem ist zu lösen. Geld kann man drucken. Geld ist nur Papier. Das Problem sind die Ressourcen. Das, was wirklich dahinter steht. Und das ist das, was eigentlich jetzt anstehen müsste. Das sind die Diskussionen, die geführt werden müssen. Wer darf welchen Lebensstandard haben? Müssen die Griechen wieder absacken? Auf das, was vor 30 Jahren war, wo wir da so schön Urlaub machen konnten. Für ein Apfel und Ei, für 3 Mark, ein ganzes Menü. Das war doch schön, ne? Diese romantischen Urlaubsfotos auch, ne? Wer das alte Ömmerken unterm Olivenhain mit dem Krückstock, ganz gebeugt von harter Arbeit. Ne? Wenn die in ihre Kamera lächelt und die hat ein komplettes Gebiss, das sieht ja auch scheiße aus. Ne? Der ganze Aufschwung hat ja die Romantik kaputt gemacht. Wenn Sie jetzt der Merkel aber die Frage stellen, was ist mit der Verteilung, Frau Merkel? Mit wem teilen wir? Mit wem nicht? Verteidigen wir das, was wir haben oder geben wir was ab? Dann kommt die Merkel mit ihren Floskeln. Dann wird so ein Satz kommen wie, wir dürfen uns in dieser Frage in Europa nicht auseinander dividieren lassen. Der Satz passt immer. Der ist grammatisch korrekt, der ist völlig sinnfrei. Die Merkel hat mehrere von diesen Floskeln. Dann sagt sie manchmal auch, wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Das funktioniert in Deutschland immer. Der Deutsche hat sehr gerne geschlossen. Alles andere interessiert ihn eigentlich gar nicht mehr. Wenn er das Wort Geschlossenheit schon gehört, dann ist der Deutsche zufrieden. Der Deutsche hat es gern geschlossen. Hose, Welt, Bild, alles muss geschlossen sein. Weltoffener, was Neues von der Welt, das kann der Deutsche gar nicht ausstehen. Deshalb war das so schön, als der Russe vor der Tür stand. Man musste nicht raus, alles war geschlossen. Das war wunderbar. Parteien müssen geschlossen agieren. Was für eine Vorstellung von Demokratie diese Medien uns präsentieren. Parteien müssen geschlossen agieren. Wenn in einer Partei diskutiert wird, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten und dann stürzt sie in der Umfrage sofort ab. Der Deutsche liebt Politiker, die auf den Tisch schauen und sagen, jetzt ist Schluss mit der Debattiererei. Jetzt müssen wir da alle an einem Strang ziehen. Genau, sagt der Deutsche, die sollen alle an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Die Hauptsache, sie ziehen da alle gemeinsam dran. Geschlossenheit, ein Wert in sich in diesem Land. Parteitage müssen ein Bild der Geschlossenheit abgeben. Wenn auf einem Parteitag 2 Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind unsere journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur. Da, 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 da. Wird es die Partei zerreißen? Da, 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 da. Wenn nur einer antritt, dann ist es eine Wahl. Achten Sie darauf, wenn die Merkel inhaltlich überhaupt nichts sagt, dann sagt sie vorneweg, und deshalb sage ich bewusst, ich meine, das muss einem auch gesagt werden, dass die Frau bei Bewusstsein ist. Manchmal sagt sie auch, und deshalb sage ich ganz bewusst, Glückstag. Oder sie sagt, und deshalb sage ich hier, an dieser Stelle, also hier, nicht da oder da hinten. Oder ganz woanders. Ich sage hier an dieser Stelle ganz bewusst, die könnt auch sagen. Machen Sie die Probe. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach mal den Ton ab. Konzentrieren Sie sich ganz auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor ihren Augen und wird zu dem Hund von Loriot aus dem einen Sketch. Ho, 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 ho. Und die kommt damit durch. Sie ist die beliebteste. Die Floskelkönigin, sie hat das nämlich begriffen. Sie hat begriffen, dass die Deutschen eigentlich gar keine Demokratie wollen mit Streit, Diskussion und Palaver. Die Deutschen hätten am liebsten einen König. Was sehen die Menschen in dem Gauk? Einen Übervater. Die Deutschen hätten gerne einen gnädigen, einen gütigen König. Wir hatten einen Baron in Griffweite letztes Jahr. Aber der war zu glitschig, den konnte man nicht packen. Können Sie jetzt ja sehen, in unbehandeltem Zustand sind die Haare das einzig Aufrechte an Gutenberg.
Den König muss er vergessen. Wir haben halt Merkel, die gibt Queen Mum. Sie nennen sie Mutti. Queen Mum lässt in der Sänfte durchs Land tragen und sondert ihre Sprechblasen ab. Wer die Sänfte trägt, ist der Merkel völlig egal. Das ist ja das Tolle an der Frau. Politisch ist die ja nicht festgelegt. Die kann mit jedem koalieren, warten Sie es ab. Das ist der Unterschied zu den anderen. Die Konservativen können das mit jedem, die machen Geschäfte mit jedem, solange sie im Geschäft sind. Andere haben Ideologien, die wollen bestimmte Dinge nicht. Das kennt die Merkel nicht. Die ist pragmatisch. Die will Kanzlerin bleiben. Wer die Sänfte trägt, ist der Merkel völlig egal. Die ist taktisch, geschickt. Die weiß auch, wenn man in einer Gruppe im Wald unterwegs ist und der Bär kommt, dann muss man, um zu überleben, nicht schneller laufen können als der Bär. Man muss nur schneller laufen können als der Langsamste in der Gruppe. Ich mache mir keine Sorgen um die Merkel. Die nächste Wahl, der kann die schon jetzt gelassen entgegensehen. Die CDU muss noch relativ stark genug bleiben. Rot-Rot-Grün kommt ja nicht. Und ob die wirklich Rot-Grün ist für Rot-Grün alleine reich, wenn die Piraten mit ins Parlament kommen und die Linke mit dem Parlament sind, das werden wir ja noch sehen. Da kann die Merkel sich entspannt zurücklehnen. Hinterher kann sie sich wieder aussuchen, mit wem sie koaliert. Die SPD hat ja das kategorisch abgelehnt mit Rot-Rot-Grün. Dabei möchte der Wähler das eigentlich seit Jahren. Ne? Es gibt in Hessen eine rot-rot-grüne Mehrheit, es gibt in Thüringen eine rot-rot-grüne Mehrheit, es gab im Saarland eine rot-rot-grüne Mehrheit, es gibt in Nordrhein-Westfalen eine rot-rot-grüne Mehrheit, es gibt in Hamburg eine rot-rot-grüne Mehrheit und in Bremen eine rot-rot-grüne Mehrheit, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wähler versucht das immer und immer wieder, aber die SPD sagt kategorisch, nein, mit der Linken wollen wir nicht zusammenarbeiten, da müssen wir ja Teile unseres eigenen Wahlprogramms umsetzen. Das kommt nicht in die Tüte. Höhepunkt war die Nummer in Thüringen, als der Althaus abgewählt wurde. Die CDU sollte endlich gestürzt werden in Thüringen. Was ist passiert? Die Linkspartei hat 27% geholt und die SPD etwa 17%. Zusammen konnte man die Konservativen ablösen. Da hat die SPD gesagt, nein, das geht so nicht. Wir können nicht akzeptieren, dass ein Linker hier Ministerpräsident wird. Da hat der Vorsitzende der Linkspartei, Bodo Ramelow, der auch vom Verfassungsschutz intensiv beobachtet wird. Sie wissen, was die machen beim Verfassungsschutz, ne? Die sagen ja, die werten nur öffentlich zugängliche Quellen aus. Die hören keine Telefone ab, nein, die gucken Phoenix. Die hören sich Landtagsreden an und Interviews und gucken, ob der Staat gefährdet ist. Da hat der Ramelow in Thüringen gesagt, wisst ihr was, ich muss nicht unbedingt Ministerpräsident werden. Wir können eine neutrale Person nehmen, nehmen wir einen anderen. Die Linkspartei hat als stärkste Fraktion darauf verzichtet, den Ministerpräsident zu stellen und gesagt, es geht nicht uns darum, den Ministerpräsident zu stellen, wir wollen einfach eine andere Politik. Und da hat der Matschi von der SPD gesagt, ja, dann erst recht nicht. Dann lieber Juniorpartner bei der CDU. So ist die Lieberknecht rangekommen. Der Matschi ist halt Lieberknecht, als dass er was anderes initiiert. Und da kann die Merkel sie auch drauf verlassen. Warten Sie es ab. Die Merkel hat sich in der SPD-Sänfte durchaus wohlgefühlt. Und sie sendet die Signale doch jetzt auch schon wieder. Mindestlohn ist sie auch nicht mehr so ganz so dagegen. Warum nicht wieder mit der SPD? In der SPD-Sänfte war es schön. Und der Steinmeier ist der beste Sänftenträger, den sie überhaupt kriegen können. Der hat das Temperament eines mit Valium vollgepumpten Rudolf Scharping. Wenn der Steinmeier die Sänfte trägt, da ruckelt nichts, da zuckelt nichts. Da kann er mal eine Pfütze kommen, da geht er einfach durch. Der Mann ist loyal bis zur letzten Niere. Verstehen Sie mich nicht falsch, dass der seiner Frau eine Niere gespendet hat, ist fantastisch. Das ist bewundernswert. Was hat das mit seiner Politik zu tun? Der Mann spendet seiner Frau eine Niere und steigt in den politischen Umfragen um 3 Prozentpunkte. Da haben die Berater sofort gesagt, welche Organe hat er noch doppelt? Aber kein böses Wort über die SPD im letzten Bundestagswahlkampf. Überhaupt kein inhaltliches Wort. Können Sie sich noch an den Wahlkampf der CDU beim letzten Mal erinnern? Auf den Plakaten stand überall nur, wir haben die Kraft. Wozu? In der FDP-Sänfte ist der Merkel doch von Anfang an schlecht geworden. Erst mit der Westerwelle, dieses Gezicke da immer. Ne? Der Brüdele war ja auch nicht stabilisieren. Jetzt hat sie vorne den kleinen Rösler, hinten hängt der Niebel dran. Das ist doch alles nicht schön. Die Merkel hat schon früh aus der FDP-Sänfte zu den Grünen rübergeschielt. Schwarz-Grün,
Machtoption Schwarz-Grün wurde immer wieder darüber geschrieben. Die Merkel hat sich zurückgehalten, sie hat gar nichts gesagt. Und dann durfte Ole von Beuys es ausprobieren. Schwarz-Grün in Hamburg mit dem Segen der Kanzlerin hat Ole von Beuys Schwarz-Grün ausprobiert. Es ging in die Hose. In die Hose von Ole von Beuys, muss man fairerweise dazu sagen. Ole von Beuys hatte keinen Bock mehr auf Politik. Er wollte lieber mit seinem 18-jährigen Liebhaber zusammenziehen. Das ist ein gutes Recht. Und der Ole von Beuys hat mehr Geduld bewiesen als viele in der CDU. Der hat gewartet, bis der junge Mann 18 war. Schwarz-Grün platzt in Hamburg und da hat die Kanzlerin vor anderthalb Jahren zum ersten Mal sich geäußert und hat gesagt, Schwarz-Grün ist ein Hirngespinst. Wir werden die bürgerliche Koalition zum Erfolg führen. Jetzt kommt der Herbst der Entscheidungen. Der Herbst der Entscheidungen bestand vor allen Dingen aus der Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke. Damit waren die Grünen endgültig außen vor. Ein halbes Jahr später kommt ein Erdbeben in Japan. Der Tsunami spült die Grünen in der Umfrage nach oben. Die Merkel sieht aus ihrer Sänfte ihren Koalitionspartner im Schlamm versinken. Oh oh. Oh 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 oh. Plötzlich sind die Grünen wieder attraktiv. Das ist Merkel, meine Damen und Herren. Durch einen Tsunami am anderen Ende der Welt wird für die Merkel aus einem Hirngespinst wieder eine Machtoption. Diese Frau ist komplett rückgratlos. Deshalb mache ich mir keine Sorgen um die. Die kann in jedem Varieté als Kontorsionistin auftreten. Das sind diese Schlangenmenschen. Die kann sich so verbiegen, die kann sich selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Und die Grünen können Sänfte tragen, wachen Sie es ab. Für die Grünen ist die Sänfte das ökologischste Fortbewegungsmittel überhaupt. Das ist doch auch eine Sensation, dass die Grünen jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das waren mal richtige Spinner, können Sie sich noch erinnern? Die Grünen, die wollten mal raus aus der NATO. Die Piraten wollen nur kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Die Grünen wollen raus aus der, die wollten raus aus der NATO. Die waren keine 3 Monate in der Regierung beteiligt. Da haben die Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Da habe ich ja begriffen, was raus aus der NATO für die Grünen heißt. Über die NATO hinaus. Die sind ja noch flexibler als die Merkel, oder? Die Grünen haben das Wirtschaftssystem voll verinnerlicht. Die gelten heute als eine Art sympathische FDP, wenn man sich sowas überhaupt vorstellen kann. Die reden auch von Beschäftigung durch Wachstum. Der Özdemir erzählt denselben Unsinn wie der Rösler, auch mit derselben Sachkompetenz. Die kommen nur ein bisschen sympathischer rüber. Die haben die Position der FDP eingenommen. Die sind gegen Kernkraft, aber für Kaviar. Warum nicht Kaviar? Natürlich Bio-Kaviar, handgestreichelter Stör, ist klar. Ne? Darf auch Kinderhand sein, macht dem Stör nichts aus. Die Grünen sind erfolgreich, weil sie begriffen haben, man rettet Kröten am besten dadurch, dass man sie schluckt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen, wird sich nichts verändern. Ob schwarz-grün, schwarz-rot, schwarz-gelb, rot-grün, haben doch alle schon gehabt auch, oder? Fragen Sie mal einen Hartz-IV-Empfänger, was ihm lieber ist, rot-grün oder schwarz-gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Rot-grün kam 1998 dran. Da hatten wir jahrelang drauf gehofft damals. Das Kohlregime war weg. Die Umverteilung von unten nach oben sollte endlich aufhören. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Steuern für die Besserverdiener gesenkt. Erstmal haben Eichel, Schröder, Trittin und Joschka Fischer den Besserverdienern 10% der Steuer geschenkt. Sie haben die Einnahmen dieses Staates völlig ohne Not ruiniert. Mit dem Argument, wenn wir die Steuern senken, kurbeln wir die Konjunktur an. Das war das Argument. Die Einnahmen verringern, damit es klappt. Sie haben die Unternehmenssteuern gekürzt. Sie haben die Körperschaftssteuer reduziert. Die Kommunen sind damals fast pleite gegangen an der fehlenden Gewerbesteuer. Sie haben die Hedgefonds ins Land geholt, weil sie die Unternehmensverkäufe steuerfrei gestellt haben. Auf einmal war es interessant, Unternehmen aufzukaufen, mit Schulden zu kaufen, ein paar Leute zu entlassen, das Unternehmen mit Gewinn weiterzuverkaufen und den Gewinn steuerfrei einzustreichen. Das alles gab es vorher nicht. Das hat Rot-Grün ins Land geholt.